Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Der ein oder andere von euch, der hat es ja schon auf Instagram gesehen, dass ich Hufpflegeprodukte der Firma Leovet getestet habe und ich habe euch ja ein Review versprochen. Die Firma Leovet ist bei mir im Spind gar nicht neu, die begleitet mich tatsächlich schon seit vielen Jahren, eigentlich schon seit über 15 Jahren. Also ja, ich bin quasi mit der Pflegeserie von der Firma Leovet aufgewachsen, kann man sozusagen sagen. Und und deshalb hat mich es gefreut, jetzt die neue Hufpflegeserie auch einmal testen zu dürfen. Gerade wo Ruby einfach so Probleme hatte. Und ich habe euch natürlich einfach ein Vorher-Nachher-Bild mal gemacht oder Video gemacht. Das Thema ist, das Vorher-Video ist im Sommer natürlich, also im Spätherbst entstanden. Sommer war es jetzt nicht mehr. Vor etwas mehr als 3 Monaten. Und da könnt ihr hinten auf jeden Fall schon deutlich sehen, dass wir sehr starke Probleme mit brüchigen Hufen hatten. Was eigentlich sehr komisch war, weil Ruby eigentlich nie Probleme mit den Hufen hatte. Aber nach Rücksprachen auch mit meinem Hufschmied und auch mit Tierärzten ist es einfach leider so, dass gerade durch seine Krankheit Ruby einfach sehr anfälliger geworden ist für eben auch solche Probleme. Und da kam das natürlich perfekt zum richtigen Zeitpunkt, dass ich die Produkte testen durfte. 3 Stück habe ich getestet und die stelle ich euch jetzt einmal kurz vor. Aus der neuen Huflab-Serie haben wir einmal das Hufol. Das ist ein Huföl für gesunde Hufe. Das Huföl besteht aus reinen Pflanzenölen von Avocado, Jojoba, Sesam und Calendula. Es pflegt, nährt und hält den Hufhorn elastisch und gesund. Wichtig für mich hierbei, hier sind keine Paraffine oder was weiß ich was drin. Das heißt, dieses Huföl verschließt nicht die Poren des Hufes. Finde ich ganz wichtig, weil ganz viele Huföle machen das leider und der Huf kann nicht mehr atmen. Das passiert hiermit nicht. Die Anwendungsempfehlung sagt, dass man das täglich sogar auch verwenden kann auf den Huf, auf die Sohle und auf den Strahl. Die Häufigkeit soll man einfach individuell an die gewünschte Hufstruktur des Pferdes anpassen. Das habe ich auch getan. Das heißt, ich habe dieses Huföl ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche verwendet und das Ergebnis schauen wir uns gleich an. Als nächstes gibt es die Elastic Cream. Das ist ganz praktisch, das ist nämlich ein Pumpspender und die kommt mit so einem Bürstchen oben dran. Durch die Elastic Cream wird die Elastizität und die Belastbarkeit des Hufhorns und des Saumbandes entscheidend verbessert. Und das dritte Produkt, was ich testen durfte, das ist der Huffestiger. Da seht ihr, das sieht jetzt ähnlich aus wie die Elastic Cream, also es ist das gleiche Behältnis, gleicher Mechanismus. Bisschen andere Wirkweise. Denn der Huffestiger ist ideal für Pferde mit rissigen und spröden Hufen und mit losem Hufhorn. Auch gut geeignet für Barhufer. Wand und Sohle wird gefestigt und es schützt den Huf vor dem Zerfallprozess. Auch hier finde ich es gut, dass hier eine Anwendungsempfehlung auf den Flaschen steht. Also überall steht immer drauf, wie ihr die Produkte am besten anwenden sollt. Die Elastikcreme sollte man 2 bis 3 Mal die Woche und den Huffestiger 3 Mal die Woche anwenden. Ich bin auch tatsächlich so bei dem Prozedere geblieben. Also ich habe die Elastikcreme 2 Mal die Woche und 3 Mal die Woche den Huffestiger verwendet. Und die habe ich jetzt explizit auch auf die brüchigen Stellen gerade hinten drauf gemacht, sowie auf die Nagellöcher. Das wird nämlich auch gerade bei dem Huffestiger auch empfohlen, ne, dass man bei beschlagenen Pferden das da auch verwenden kann. Ja, und mein Testergebnis ist einfach, dass sogar mein Hufschmied mir bestätigt hat, dass sich die Hornqualität meines Pferdes wirklich verbessert hat. Und das sieht man auch. Ja, die brüchigen Stellen sind natürlich noch nicht verschwunden. Das geht auch nicht in 3 Monaten, weil das Horn muss ja rauswachsen. Ja, also, ne, das kann dann jetzt auf einmal weg sein. Aber ihr seht deutlich, dass einfach die Ausbruchstellen nicht mehr so tief sind wie vorher. Die Qualität des Horns hat sich, wie gesagt, deutlich verbessert. Wir sind also auf wirklich einem sehr guten Weg, um diese Bruchstellen ein für alle Mal loszuwerden, hoffe ich. Insgesamt kann man wirklich sagen, dass die Hufe einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Also sie sind elastisch, sie sind nicht trocken und nicht spröde. Auch jetzt gerade nach der trockenen Herbstzeit, jetzt im Winter sind wir ja leider sehr feucht mit so viel Regen und Wasser, aber das wisst ihr ja genauso. Aber auch da ist das kein Problem. Gerade jetzt auch mit der Elastikcreme und mit dem Huffestiger, das kann man halt wirklich super einfach mal zwischendrin auch anwenden, wenn man jetzt nicht gerade frisch die Hufe gewaschen hat oder sowas, was jetzt einfach bei dem kälteren Wetter auch ja nicht unbedingt jeden Tag möglich ist.
Ne, da reicht wirklich eine gute Reinigung mit entsprechenden Bürsten. Und dann kann man das wunderbar auftragen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Also insgesamt ein Fazit. Wie gesagt, mein Hufschmied hat es mir wirklich bestätigt beim letzten Mal. Und er wusste nicht, dass ich die Produkte getestet habe. Sondern er hat mich gefragt, ob ich irgendwas anders gemacht habe, weil die Qualität besser geworden ist. Wirklich sagen, beide Daumen hoch. Sehr gute Produkte zu einem guten Preis. Die Details schreibe ich euch alle nochmal in die Infobox. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an die Firma Leowet, dass ich eure neuen Produkte testen durfte. Bei Ruby kamen sie auf jeden Fall sehr gut an und ich bin wirklich begeistert und ich werde natürlich auch die Produkte weiter verwenden. Also sie sind eh schon, wie gesagt, gerade so die anderen oder die älteren Produkte. Ich habe früher das Huföl schon immer von euch verwendet und auch das Schweißspray und sowas. Und das wird weiterhin fester Bestandteil bei mir im Pflegesystem bleiben, was die Pferde angeht. Und ich denke, Q wird sich auch über die Hufpflegeprodukte freuen, weil der hat noch wilde, brüchige Hufe von der Aufzuchtswiese, habe ich heute gesehen. Naja, also meine Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.